Hallo liebe Lokjagdfreunde, ich bin Nils von der Lokschmiede und ich möchte euch heute einmal die Lokschmiede Vogelklage vorstellen. Mit dieser Vogelklage könnt ihr verschiedene Warn- und Stresslaute von Singvögeln imitieren, um den Fuchs oder anderes Haarraubwild zum Zustehen zu bringen. Wir können bei der Vogelklage zwei verschiedene Laute machen. Das heißt einmal den Stresslaut, wenn der Vogel gepackt wurde, wenn er im Stress ist, wenn er im Kampf ist. Das hört sich ungefähr so an. Dieser Laut ist wirklich sehr, sehr einfach zu imitieren, weil ihr braucht die Luft einfach nur schnell vor- und zurückstoßen und könnt somit schon ganz einfach diesen Laut erzeugen. Der zweite Laut ist quasi so das letzte Leben, was in dem Vogel drin ist. Wenn gepackt wird und wenn richtig zugepackt wird und das Leben aus dem Vogel rausgeht, dann hört es sich ungefähr so an. Und auch da atmet ihr wieder durch den Locker, sowohl aus dem Locker heraus als auch in den Locker hinein. Wir haben uns bewusst für eine einstimmige Vogelklage entschieden, weil ich die Meinung vertrete, dass man keine zwei oder drei Stimmen benötigt, wenn man eine Stimme hat, die richtig funktioniert. Und die Praxis hat gezeigt, dass wir damit wirklich sehr, sehr erfolgreich jagen können. Ich wünsche euch viel Erfolg mit der Lokschmiede Vogelklage und allzeit Weidmannsheil.